Und damit, Leute, herzlich willkommen zu Tree. Ein Baumsimulator, wie mir scheint. Ist kostenlos auf Steam. Und ist auch sehr, sehr kurz. Und es geht um einen kleinen Baum, der immer größer und größer wird. Aber nur durch unseren Einfluss. Und deshalb müssen wir gedrückt halten, um ihn zu bewässern. Aber wir können nicht unendlich anscheinend. Okay. Wenn ich auf den Baum halte, links gedrückt halte, dann geht dieses geht das Gelbe da weg langsam. Hier aber nicht. Okay. Ich hoffe, der Sound passt. Ansonsten ist auch nicht so schlimm. Soll ja schön entspannt sein. So, zack, zack. Wir können sogar selbst entscheiden, wohin das alles kommt. Okay. Machen wir hier mittig. So, und das war's. Aber da haben wir unseren ersten Baum. Ist ja nicht großartig. Na, ja, für den Anfang eigentlich schon ganz nett. So, jetzt können wir ihn weiter verändern. Vielleicht hier so ein wenig größer machen. Hier noch ein wenig größer machen. Da vielleicht. Hier vielleicht noch. Ansonsten hier unten. Ja, ah, das passt schon. Ah, das sieht schon super aus. Zack. Können wir hier oben was machen? Nein. Machen wir hier oben noch ein wenig. Hier noch ein wenig. Zack. Damit alles auch noch abbekommt. Und nun sieht der Baum schon viel schöner aus. Doch, es wird Herbst. Und da gehen die Blätter fliegen. So wie dieser Drache da oben. So, jetzt können wir weitermachen. Oh nein! Oh nein, müssen wir jetzt alle kaputt machen. Oh nein, es tut mir so leid. Aber es ist nun mal der Herbst. Und im Herbst ist sowas einfach normal. Das passiert. Und nun wird's Winter. Und er hat gar keine, er hat nichts. Aber er sieht schön aus. Schön als Dekoration. Und der Winter dauert ja auch nicht so lange. Vor allem nicht in Deutschland, aber darüber reden wir nicht. ja, wieder Frühling. Und wie wir alle wissen, wachsen die Blätter alle im Frühling wieder nach. Deshalb wachsen hier auch wieder ganz kleine weiße Blütchen. Wie man sehen kann. Kann man nachts schön campen gehen beim Baum. Denn der Baum bietet natürlich auch frische Luft. Ich tue mal manchmal meine Maus weg, dann sieht das schön aus. So, und nun heißt es Sommer, oder? Ich weiß es gar nicht. Oh, aus irgendeinem Grund muss ich jetzt wieder alle entfernen. Okay. Dann entfernen wir mal alle. Weiß zwar nicht wieso, aber das ist anscheinend jetzt mein Ziel. Okay. Ah, das waren nur Überreste. Jetzt kommt's richtig zum Vorschein. Schaut euch das an. Zack. Wie schnell er wächst. Hier noch ein wenig. Jetzt schnell die Blätter. Oh yeah. Guckt euch das mal an. Was ein prächtiger Baum. Der hat so viele Jahre auf seinem Rücken, der Baum. Yeah, der wird riesig. Der kann sogar schon die Sonne anfassen. Krass, oder? Das kann nicht jeder Baum. Und es ist sogar ein Früchtebaum. Es wachsen grüne Äpfel. Oder Birnen, keine Ahnung. Ich glaube, es sind Äpfel. Yeah, weiter geht's. Wir wollen schöne, reife, saftige Äpfel. Nicht die nicht reifen, die man so in manchen Läden sehen kann. Ich will ja keine Namen nennen. ja, ich nenne jetzt wirklich keinen Namen. Aber ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine. Aber
Schreibt mir mal gerne in Kommentare, findet ihr grüne oder rote Äpfel besser? Ich dachte immer, die wären kein Unterschied, weil kein Unterschied. Aber angeblich sollen die ja ganz leicht anders schmecken, aber ich weiß nicht. Ich hatte nie wirklich so einen Unterschied. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, grüne oder rote, ich würde tatsächlich die grünen nehmen. Und nicht, weil grün meine Lieblingsfarbe ist, sondern, weiß nicht, ich mochte die grünen einfach schon immer mehr als die roten. Oh, jetzt werden die zu roten. Okay. Warum auch immer, vielleicht waren die Grünen noch nicht reif. I don't know. Aber es gibt auf jeden Fall reife grüne Äpfel, das weiß ich. Ich habe welche gegessen, die waren lecker. So, und hier müssen wir die jetzt alle... Naja, ich würde sagen, von sich selbst pflücken. Was aber traurig ist, weil dann werden sie beschmutzt. Wenn, dann sollte man die Äpfel selber runterpflücken. Weil so wird natürlich... alles auf dem Boden landen, dann wird's dreckig. Kommt noch ein Insekt drauf oder so. Ach, ich mag das nicht, wenn der Baum das selber macht. Aber anscheinend gilt hier noch die 5-Sekunden-Regel. Und wir können sie einsammeln. Yeah. So, und weiter geht's. Wir wollen wachsen. Oh, es ist wieder Herbst, wie ich sehe. Oder beziehungsweise Übergang zu Winter. So gesehen, ja. Und da gehen natürlich die ganzen Blüten wieder weg. Sehr interessantes Spiel bisher auf jeden Fall. Aber was will uns das Spiel sagen? Und Schneemann und Schneeschlitten fahren. Ach ja, schön. Und jetzt wird es etwas wärmer. Oder? Doch, es wird etwas wärmer. Der Schnee geht weg. Und wir können endlich wieder wachsen. Aber wir wachsen erstmal diese Fake-Blüten. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich weiß nicht. Ich kenne die nicht. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Ich habe das noch nie gesehen. Ich dachte erstmal, das wären neue Blüten, aber nein. Oh nein! Was machen die mit uns? Schneiden die uns zurecht oder schneiden die uns ab? Was machen die? Aber anscheinend haben die uns zurechtgeschnitten. Das ist aber sehr lieb von euch. So, jetzt müsst ihr alle wieder verschwinden. Schön laggy, laggy. Dankeschön. Ach, das passt schon. Das erstmal ignorieren. Und nun sind wieder normale Blüten da. So, jetzt ist mir den ganzen Baum prächtig machen. Der soll ganz, ganz groß werden. Groß und stark. Yeah. Guckt euch diesen starken Baum an. Sehr schön. Und dann kommen neue Äpfel. Schaut euch diese Äpfel an. Ja, weiser Mann. Weiser Mann. Mein Junge hat den gepflanzt. Ja, der Baum ist sehr toll. Weil ich ihn auch bewässer, nicht der Junge. Der Junge macht ja gar nichts. So, wir wollen hier schön die Äpfel saftig machen. Als einer von vielen Apfelbäumen. Schön, schön. Jetzt sind sie rot und jetzt können wir sie pflücken. So, es gibt ein Achievement, wenn ich insgesamt 150 Äpfel runterfallen lasse. Es gibt ein Achievement, wenn man das Spiel startet, wenn man das Spiel beendet und wenn man 150 Äpfel runterfallen lässt. Und ich hätte gerne alle drei, damit ich das Spiel auf jeden Fall durch habe. Keine Ahnung, ich bin halt so ein Steam-Guy. Und ja, Steam ist so mein Ding. Und wenn ich da alle Achievements habe, dann ist das schon toll. Und ich habe aus irgendeinem Grund nicht geschafft, alle zu bekommen. Das ist gerade schon ein wenig belastend, wenn ich ehrlich bin. Aber ist schon okay. Schon okay. Ich spiele es einfach ausgehend weiter oder so. Denn das Spiel sollte jetzt eigentlich so langsam beendet sein. Ich weiß nicht, warum es noch nicht beendet ist. Vielleicht machen wir irgendwas falsch oder so. Anscheinend. Sonst wäre das ja schon längst beendet. Hm. Weil wir sind jetzt, glaube ich, im dritten Durchgang oder so.
Von den Jahreszeiten her? Ich habe nicht mehr mitgezählt. Aber ich glaube, es ist das dritte Mal, dass wir im Winter sind. Ja, ja. Doch was passiert? Ich kann nichts machen. Jemand wird beerdigt. Okay. Doch was hat das mit diesem Baum zu tun? Der Baum wird größer. Die Äste werden deutlicher. Mehr Äste, immer mehr Äste, ja. Doch was passiert jetzt? Können wir irgendwas machen? Nee, ich kann noch nichts machen. Oh. Ich glaube, das war's mit unserem guten Baum. Tree! Das war das Spiel. Sehr inspirierend natürlich. Sehr intellektuell, sehr aussagekräftig. Nein, keine Ahnung. Das Spiel soll wahrscheinlich irgendeine baumige Geschichte erzählen. Hat es zum Teil auch gut rübergebracht. Aber ich meine, das war ein Spiel kostenlos auf Steam und das war sehr, sehr kurz. Sehr, sehr kurz. Das geht, ich habe jetzt etwas länger gebraucht, die meisten. Normalerweise dauert das so 10 Minuten. Ja, was gibt's hier noch? Hold math, left mouse button and move. Okay, das ist cool. Oh, das ist cool. Okay. Können auch das hier ändern. Radar. So sieht unser Baum aus. Wir können aber auch einen anderen Moment nehmen. Und ein Foto machen. Okay, das finde ich eigentlich echt cool so. Aber ich finde, das Spiel hat etwas zu wenig Content. Ich finde, die hätten da viel mehr draus machen können. Oder was meint ihr? Hättet ihr euch das Spiel geholt? Wahrscheinlich nicht, oder? Vor allem jetzt, wo ihr es bei mir gesehen habt. Glaube ich, hättet ihr es eh nicht geholt. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis gewesen. Ich hätte gern ein Bild von... Oh, mein Spiel laggt bei diesem... Mein PC laggt bei diesem Spiel aus irgendeinem Grund. Ich hätte gern ein Bild, wo man den Baum mit seinen prachtvollen Äpfeln sieht. Vielleicht kommt das ja jetzt. Machen wir einfach so. Ich denke, das passt schon. Ah, ein Screenshot macht er dann. Okay. Das war auf jeden Fall das Spiel. Wenn es euch gefallen hat, trotzdem gerne eine positive Wertung da. Ich weiß, war sehr, sehr kurz, aber... Ja, wir werden uns auf jeden Fall beim nächsten Kurzspiel wiedersehen. Haut rein, schönen Tag noch und denkt immer daran, Bäume sind wichtig. Bäume sind eure Freunde. Und grüne Äpfel sind besser als rote. Nein, Spaß. Jeder das seine.